Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz easy den Gage Talk freischalten könnt. Und zwar müsst ihr hierfür 20 Zombies töten, ohne dass sie euch einmal treffen, und das Ganze 50 Mal. Also 50 mal 20 Zombies, insgesamt 1000 Kills, und ich zeige euch jetzt eine leichte Methode, wie ihr das ganz easy machen könnt. Sucht hierfür erstmal ein Spiel auf die Maschine, und in den Low Rounds könnt ihr die Zombies auch mit der Nahkampfwaffe töten. Ich nehme dafür dieses Schanzzeug, weil das ist ziemlich schnell, und hier ist es auch am Anfang wirklich sehr easy, die Zombies zu töten, ohne dass sie einen treffen, weil sie auch sehr langsam sind. Ihr macht jetzt erstmal genug Geld, sodass ihr bis in den Packer-Punch Raum laufen könnt. Am besten schaltet den Strom auch nicht ein, ansonsten spawnen Hunde, die die ganze Sache ein bisschen schwieriger machen. Dann geht dorthin, wo ich hingehe, Leute, und zwar ist links an der Treppe im Packer-Punch-Raum dieser kleine Zaun. Ihr müsst aus der Distanz drauf springen, und während ihr klettert, müsst ihr die Taste, um nach hinten zu laufen, so ein bisschen gedrückt halten, sodass ihr ein kleines Stück nach hinten läuft. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich die Zombies unter euch versammeln. Wie ihr seht, läuft er hier lang, aber er geht hier direkt nach unten. So, hier könnt ihr jetzt die Zombies ganz easy messern. Jedoch müsst ihr die Zombies direkt messern. Also wenn ihr mal kurz AFK geht oder so, werden die Zombies anfangen, euch abzuwerfen. Also wenn die unter euch sind, messert ihr einfach ganz schnell, dann passiert nichts. In Runde 15 spawnt der Megatron, und das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger, denn nur mit der Nahkampfwaffe ohne Packer Punch ist es schwer, den Down zu bekommen. Entweder ihr beendet das Spiel und startet nochmal von vorne, oder ihr geht am Ende von Runde 14 bzw. Anfang von Runde 15 raus, aktiviert Packer Punch, kauft euch einfach irgendeine Wandwaffe, puncht ihr einfach zweimal, und dann könnt ihr ganz easy die Zombies töten bzw. den Megatron hier töten. Und dann wieder zurück in den Glitchspot gehen. Das war's dann auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.